Die von Horror Lost Places gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstörend wirken. Willkommen in einer neuen Folge Horror Lost Places. Wir haben wieder ein wunderbares Haus. Hier ist wieder Horror Lost Places mit einer neuen Folge in diesem wunderschönen Haus. Mysteriöse Haus. Alles zurückgelassen hier. Ist noch die Schatztruhe. Und die gute Seife. Ist ein Geist hier. Nicht ganz korrekt. Ja. Sind zwei Geister hier. Ist eine Präsenz hier. Dann kannst du diesen schwarzen Kasten hier berühren. Danke. Ja, danke. Möchtest du mit uns reden? Ich möchte mich erstmal vor. Mein Name ist Mike. Ich bin Carissa. Kann uns denn irgendjemand, der jetzt hier ist, etwas über dieses Haus erzählen? Ist das die? Hat hier eine Edeltraut gelebt? Ist das richtig? Ist einer der Bewohner dieses Hauses hier? Oder jemand anders eine Präsenz, die mit uns reden möchte? Dann sende uns jetzt ein Zeichen. Ja. Ist hier etwas Schlimmes passiert? Sollte jetzt der Name meines Vaters ausgesprochen? Warst du eine Musikantin? Hast du Orgel gespielt vielleicht? Hat dir das sehr viel bedeutet? Hier sind auch Fotos. Haben die Fotos dir was bedeutet? Nee, nicht.
nicht wenig. Ist denn eventuell irgendeine andere Präsenz hier? Vielleicht der Ehemann? Voller Reue und voller Leid. Was steht denn da? Lesen. Empfinde ich all das Leid, das ich dir angetan, habe. Und aus tiefstem Herzen möchte ich dich um Verzeihung bitten. Oh nein, was ist hier passiert? Was hat dieser Brief auf sich? Die Frau, die hier gelebt hat, war sie Engländerin? Ja. Alles klar. Hier steht nämlich ein Wort auf Englisch in dem Brief. Memory. Gab es Streit? Das neue Buch, Kneippbuch. Hier ist noch ein Foto. Okay, der Brief war für die Dame selber. Den hat die als Erinnerung gehalten. 83! Vergeblich und verzweifelt. Boah, ich krieg Pipi in die Augen. Das ist schön. Verzweiflung ist schön, ja, klar. Nein! Was denn? Den Brief zu sehen. Ja, was steht denn da drin? Wissen wir jetzt immer noch nicht. Ja, da ist halt jemand, der sie anscheinend geliebt hat. Die Dame, die hier gewohnt hat. Okay. Die sind wohl auch im Streit auseinandergegangen, also Kontaktsperre. Deswegen hatte ich gerade die Frage gestellt, ob es hier Streit gab. Gab es hier einen Streit? Es ging wohl um eine Trennung. Um eine Trennung? Kannst du uns etwas zu diesem Mann sagen, zu dieser Person? Frauenparfüm in der Nase? Oh nein. Wie dieses, wie heißt das, Thunderbild ähnlich. Buchung, Unterlagen, da ist aber noch 94. Guck mal, da steht auch Spirit. Oh, auf dem Ordner. Spirit heißt geistlich. Was hier alles veranstaltet. Das sind auch noch Karten und Briefe und alles, Postkarten. Liebe Edeltraut, das ist ein ganzes Vermächtnis von einer lebenden Person hier. Das No-Go-Area steht da. Hier ist auch wieder ein Brief. Aber wenn ihr ins Nachkommen, hier sind zwei Baby-Foto. Liebe Edeltraut, ich muss vor allen Dingen sagen, dass ich nicht... Frau, weder sehen Streit und ich mit dir verbringen darf. Wenn noch die Zeit Anfang Januar sehr wieder 1,5 Jahre vergangen ist, muss ich dennoch sagen, wo ist die Zeit geblieben? Sehr viel Briefkontakt. Da steht wieder dein Mia oder so. Willi. Dein Willi. Ich kann den Namen leider auch nicht lesen.
Ist immer derselbe. In Deutschschrift. Guck mal, leider nicht viel aus der Box. Was ist mit Willi? Vermisst du Willi? Dann gib uns ein Zeichen. Hast du Musik gespielt? Tja, Leute, leider. Atemlos oder so. Möchtest du mit dem Gerät kommunizieren? Dann erzähle uns. Edeltraut noch in diesem Haus. Irgendeiner ist noch hier. Es ist still hier, ne? Naja, wenn ihr viel Kontakt habt, das können wir auch nicht dafür, aber wir können euch den Lost Place. Schau dich an. Das war ja das, was ich gerade sagte. Wer schaut uns an? Dass ich weiß, dass jemand hier ist, aber ich kann denjenigen nicht einordnen. Und wir werden beobachtet, ja. Was hat derjenige denn einen Namen? Natürlich hat er einen Namen. Ist das Willi vielleicht? Willi oder Edeltraut? Schlafzimmerrichtung, ne? Habe ich das Gefühl, dass die ganze Zeit irgendwie einer schäbig um die Ecke guckt. Da sollen wir eben mit dem Gerät darüber oder was? Ich kann aber auch nicht. Ja, lassen Sie mich gehen, kommt doch. Wo sind Sie im Schlafzimmer? Digga, ich bewege mich nicht. Voller Ausschlag, Alter, was ist denn? Ich habe ein Geräusch gehört aus diesem Schrank. Hier ist doch kein Strom mehr. Hier ist kein Strom. Ich habe eben schon versucht, Licht. Dunkel. Okay, also es ist... Oh, guck dir das an, Leute, guckt euch das an. Hammer. Was ist in diesem Schlafzimmer passiert, dass hier die Präsenz so groß ist? Bist du hier gestorben? Hier ist es auch kalt. Das hört gar nicht mehr auf, hallo? Gräber. Aha, Gräber. Vielleicht nicht ordnungsgemäß beerdigt worden. Und deswegen steckst du noch hier. Das ist weg. Tja, das ist paranormal, Kerl. Bitte nicht stören. Okay, ich will nicht gestören. Okay, dann sollen wir diesen Raum wieder verlassen? Vielleicht sollten wir besser aufhören. Beziehungsweise dieses Haus komplett verlassen. Wenn du dich gestört fühlst, dann gehen wir. Hier ist ja auch ein komisches Gefühl. Aber das war, das hier ist wirklich ein komisches Gefühl, ja. In diesem Raum habe ich Angst. Aber ja, so beklemmend, ne? Ja. Ja, Leute, wir haben leider auch nicht sehr viel Zeit, weil dieser Lost Place ist ziemlich offen. Und wir wissen nicht, wer uns alles gesehen hat. Mal reingehen. Aber wir haben ja schon ein paar interessante Aufnahmen, Leute. Das mit dem K2 Meter, das war jetzt echt. Ja. Das haben wir schon lange nicht mehr gehört, dass das permanent auf Rot ist.
Hier sind auch viele Briefe und so. Das hat wahrscheinlich alles damit zu tun. Ja. Den ganzen, was wir hier haben. Besonders Liebesbriefe. Das ja. ist echt interessant zu sehen. Es scheint eine enge Bindung zu sein. Und irgendwas ist auf jeden Fall mit dem Schlafzimmer los. Weil da war es voller Ausschlag. Und hier ist kein Licht. Da oben ist Birne. Look. Hier, Lichtschalter. Hier ist nichts mehr. Kein Strom. So, wir hoffen, euch diese Folge hat euch wieder gefallen. Wir haben heute einen richtig geilen Lost Place mit Inventar wieder mal für euch rausgeholt. Bitte, wenn ihr das respektiert und gut findet, dann gebt auch einen Daumen hoch, damit wir wissen, ne, dass euch das gefällt, und teilt dieses Video, damit wir viele Klicks haben. Dann wissen wir, okay, solche Videos gefallen euch, da machen wir mehr. Alles klar. Tschüss auch von Edeltraut. Und von Clary. Und von Mike. Haut rein, bis nächste Woche. All those places.